Ja, es sind noch 4 Missionen, aber die kann jetzt halt auch hart werden. Okay, dann weiß ich aber, dass ich Geräusch mache. Ja, bitte. Davon machen wir vielleicht sogar zwei gleich. Weil der kann echt gut sein, glaube ich, gegen das Alien. Hilfe, so. Wie gesagt, da müssen wir jetzt halt, glaube ich, die 4 Missionen noch durchziehen. Weil vorübergehend Checkpoint hört sich nicht so an, als könnte ich das dann beenden. Aufgabe wählen. Stufe 7. Bergen Sie Vorräte von den Plünderern. Medikit und Medikit mal 2 und Flammenöl. Oh, bekommen wir beides mal. Holen Sie Vorräte aus dem verschlossenen Lager. Ich mag die Bacchus-Wohnung ja nicht, muss ich sagen. Außer dem Plünderer können wir mittlerweile erledigen, ja, aber ich mag irgendwie Gemini besser. Holen Sie Vorräte aus dem verschlossenen Lager, okay. Probier mal. Ich weiß auch nicht, mache ich gerade irgendwas falsch? Kann ich mir hier noch irgendwas kaufen? Oh, stimmt, die Schlüsselkarte, die habe ich ja gesehen. Dorthin gäbe es auch noch ein Terminal. Aber leider kam ich an die nicht ran. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauchte. Können wir das nochmal angucken? Da laufen wir jetzt ja wahrscheinlich eh wieder durch. Na, schauen wir mal, ob wir das tun. Okay, da war das Alien. Das hätte mich vielleicht auch wieder schnappen können. Ist ja so eine Sache, die ich zum Glück immer mal wieder umgangen bin. Was ist das? Ach so. Wieso? Seht ihr das? Was ist das? Beziehungsweise, wieso wird das durch... Das ist ein Bolzenschießer. Aber keinen, den ich benutzen kann. Das ist merkwürdig. Na gut. Wir gehen einfach unseren Weg und lassen den allmächtigen, durch Sachen scheinenden Bolzenschneider in Ruhe. Vielleicht eh besser. Vielleicht ist er irgendwie verflucht oder so irgendwas. Dann sollten wir ihn vielleicht auch gar nicht aufsammeln. Wie er immer noch angezeigt wird. Oh Mann, Spiel. Hast du wieder großartig gemacht. Ja, Alien ist direkt vor uns. Ich weiß es. Da sind noch mehr Punkte. Ist es überhaupt das Alien? Das ist definitiv das Alien. Ich weiß jetzt nur überhaupt nicht, wo es ist. Dort hinten. Dort oben. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Hi. Ich wollte gerade sagen, du wirst jetzt nicht meinen Atem überprüfen, weil du hast keine Ahnung, dass ich hier sein könnte. Ob es umdrehen wird? Ich glaube jetzt mal nicht. Ansonsten kann ich ja hier immer noch ein bisschen zurück. Ich sehe es ja weit genug. Da ist auch ein Lüftungsschacht. Da ist der nächste Versteckpunkt. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wo es ist. Dort, okay. Machen wir das mal so. Es scheint aber nicht unbedingt zu mir zu... Nee. Oder vielleicht doch? Keine Ahnung. Es sind irgendwie so viele Punkte. Sind die anderen Punkte Syntheten? Und wenn ja, wo ist dann das Alien? Er steht gerade direkt in mir. Ich glaube, ich... Da ist das Alien jetzt irgendwo. Oh, direkt vor mir. Aha. Da. Lass mich. Lass mich doch einfach in Ruhe. Okay. Das ist jetzt weg. Das hier gefällt mir gerade überhaupt nicht, muss ich sagen, weil das sind so viele Punkte.
Ich weiß halt gar nicht, was davon das Alien ist. Ja, das hier ist auch eine Todesfalle. Ah, nee, ist es nicht. Hä, was sind denn die anderen Punkte? Syntheten. Ihr macht hier so einen Stress. Da tropft Blut aus der... Na toll. Okay, was wandert der hier so rum? Och nee, Syntheten und Alien. Das ist ja mal voll eklig. Die verstehen sich halt auch noch gut, das ist das Problem dran. Oh, ja bitte. Holen Sie Vorräte aus dem verschlossenen Lager. Hä? Was haben wir jetzt aufgesammelt? Weil das ist ja scheinbar nicht... Jetzt muss ich dann noch eine Verbesserung finden, oder wie? Oh, da ist auch das Alien. Ich sollte vielleicht mal den Typen erledigen, damit das Alien da bloß noch alleine rumläuft. Was, da sind sie oder was sind sie? Ich gehe jetzt mal hier rein. Ach, hier komme ich bloß dort drüben raus, oder wie? Weil das verstehe ich jetzt gerade eben nicht ganz. Weil der Typ hat uns doch den... Hä? Jetzt kann ich ihn... Okay, jetzt kann ich ihn benutzen. Ich muss nur gerade eben das Gebiet kurz neu starten. Weißt, wie halt das Alien und der Synthet zusammenarbeiten. Es ist so unfair. Es ist so unendlich unfair. Ja, es macht halt Sinn, weil Apollo kontrolliert die Hiwis, Apollo sagt, ey, Alien ist cool, weil, Weyland-Yutani das Alien will. Das ist trotzdem gemein. Bist du jetzt auch weg? Was, mit drei Typen halt zu hantieren, ist auch schwierig. Also zwei Typen und das Alien. Eines davon ist Instant Death und das andere ist halt ziemlich ätzend. Scheint aber gepasst zu haben. Meine Güte. Sollte hier hinter bloß nicht gleich das Alien kommen. Das wär's jetzt, wenn das Alien jetzt hier drin steht. Ah, einsammeln. Okay, na also. Jetzt nur noch zurück. Elektroschockerladung, das gefällt mir. Was ist dort drin? Na, schon ein bisschen Zeug. Ich glaube sogar ein Medikit. Ich mach's mal. Das Ding, das und das. Wenn es ein Medikit wäre, dann wäre es richtig gut. Ja, danke. Oh, so wichtig. Jetzt können wir auch neue herstellen. Yes. Puh. Das war eine knappe Nummer. So, und gleich mal bitte eins nehmen. Zack. Na also. Jetzt können wir uns immer wieder welche herstellen, wenn wir die Materialien dafür haben. Sollten wir jemals wieder welche dafür bekommen. Gar nicht gut. Wie, was bin ich? Was willst du? Fragst du das Alien? Du fragst wirklich das Alien, was es ist? Bist du eigentlich wirklich komplett bekloppt, Synthet? Was sind sie? Eine alles vernichtende biologische Waffe? Hi. Ja, es ist wie im Hauptspiel. Leuchtfackeln. Wer braucht sie schon? Ah, oh, das ist aber richtig stressig. Das mag ich aber, muss ich sagen. Das ist ein richtig, richtig cooler Modus. Gefällt mir sehr gut. Achso, jetzt kommen wir hier raus. Na gut. Ich glaube, das Alien ist ziemlich in der Nähe. Hat es mich gerade sogar gesehen? Hat sich fast so angehört. Jetzt ist halt wieder die Frage, wo geht es hin? Ah, je. Ja, da kommt's, oder? Eigentlich sollte es da sein. Ich sehe doch den Schatten. Ja, da ist es.
Lass mich. Ja, es war klar, dass du kommst. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Alles ist gut. Okay. Größtes Problem gerade eben, es will, glaube ich, nach oben, oder? Nee, will's nicht. Gut. Ich hoffe, es ist weit genug weg. Ja, ist es. Okay. Wir können ja auf jeden Fall mal hoch. Kommt es jetzt von oben? Ich kann es hier echt nicht deuten, muss ich sagen. Es ist hier echt verdammt schwierig zu sagen, wo das Alien gerade ist. Da könnte ich mich auch nochmal verstecken. Wenn ich weiß, was hier so los ist. Scheinbar gar nichts, nur der Allmächtige. Es muss hier sein, oder? Vielleicht auch nicht. Der allmächtige Bolzenschneider zumindest ist hier. Der alles durchdringende. Oh, das ist uncool. Ja, ich bin raus. Oh Gott. Diese Missionen werden echt immer anstrengender. Es wird nicht leichter, das wird anstrengender. Ich meine, es ist natürlich auch so gewollt, klar, aber die Mission war jetzt schon richtig eklig. Puh, okay. Was haben wir hier Schönes? Molotow-Cocktail V2. Schrott. Ethanol haben wir voll. Ladungspaket. Bolzenschießer. Wow, 6 Stück. Damit können wir jetzt definitiv auch ein paar Syntheten erledigen. Molotow. Braucht halt auch schon viel. Wir haben davon 2. Blendgranate, Geräuschmacher. Ich würde sagen, nochmal ein Medikit. Dann sind Syntheten auf jeden Fall nicht mehr das große Problem. So, jetzt auf jeden Fall erstmal speichern. Puh, noch 3 Missionen. Kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich dachte nur nicht, dass es jetzt so lange wird. Ansonsten hätte ich das vielleicht heute nicht mehr angefangen. Es ist halt immer ein bisschen blöd mit diesen Checkpoints bloß. Na gut, wie gesagt, bekommen wir schon hin. Befreien Sie die Eingeschlossenen. Munition, Komponenten, Komponenten und Bauplan. Munition brauchen wir nicht so dringend. Der Bauplan wäre schon fast besser, damit wir einfach irgendwas schöner haben. Strom zum Sekundärgenerator umleiten sollte auch nicht so schwer sein. Ich meine, zu befreien die Leute sollte eigentlich auch bloß ein Hebeldruck sein. Na, schauen wir mal. Ich weiß es halt auch nicht, was hier kommt und wo wir jetzt hin müssen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Außerdem dürfen wir natürlich den allmächtigen Bolzenschießer nicht in Ruhe lassen. Ist das, weil wir dort mal gestorben sind, oder? Oh Gott. Oh. Dein letzter Fehler. Okay, Alien und Menschen. Keine schlechte Kombo. Vertragen sich ja nicht. Er hat's noch versucht. Das muss man ihm lassen. Oh. Wir sollen dort rüber. Ich gehe mal hier so entlang. Steht direkt vor mir. Interessanterweise sehe ich es aber komplett nicht. Ah ne, weil es auch dort hinten steht. Okay. Ich soll wirklich mehr dort rüber. Aber wo lang? Ja, wie es da draus lugt. So. Dort hinten. Ja, es war so klar. Oh, ich kann da rein. Interessant. Das war aber auf jeden Fall gerade eben besser, als den Flammenwerfer zu benutzen. Weil das macht das Ding ja bloß aggressiv.
Also es war schon gar nicht schlecht, da auf mein Glück zu hoffen. Ach, jetzt dort wieder rein. Okay. Lass mich einfach gehen. Ich habe das Gefühl, das wird es nicht tun. Und runter. Ist gerade eben noch oben. Was bist du denn? Na, ich muss dort entlang. Okay. Da ist nochmal so ein Punkt. Mensch? Ja. Aber Alien. Wo denn überhaupt? Hier sind schon wieder so viele Punkte. Nein, nicht töten. Ach, was? Sie haben mich aus der Kiste rausgeschossen. Das war gemein. okay. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben jetzt schon alles, ja. Na, größtenteils zumindest. Okay. Ich mach das trotzdem. Auch wenn da jetzt Leute sind. Ich hatte einfach bloß die Hoffnung, dass dann halt das Alien kommt. Und mich da wieder rausrettet. Was haben wir denn eigentlich für... Na, die Pappgun, Bolzenschießer. Der sollte auch gegen die Typen helfen. Kann ich zwar nicht schnell damit schießen, aber auf jeden Fall ist das... Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist das ziemlich tödlich. Ist es geskriptet, dass der Typ dort hinten stirbt? Scheinbar nicht. Diesmal ist hier auch gar kein Typ. Sondern nur das Alien. Doch, hier ist irgendwo ein Typ. Ich war jetzt nur irgendwie ein bisschen schneller unterwegs. Oh, das war's mit dir. Ja, das waren 2 Punkte. Und das ist 1 Punkt. Diesmal hat er nicht mal einen Schuss abbekommen. Nicht mal einen Schuss rausbekommen. Okay, dort entlang. Ja. Wir wechseln einfach durch. Okay. Das war die richtige Richtung. Puh. Ich hoffe mal, dass es da nicht allzu weit noch runter geht. Achso, dafür müssen wir den Strom wiederherstellen, nicht wahr? Haben wir das dann vielleicht mittlerweile? Ist auch immer so gefährlich, falls das Alien da plötzlich kommt. So, jetzt müssen wir halt mit der Pumpgun ein bisschen rumschießen. Ich habe zwar gerade eben gesagt, mit dem Bolzenschneider geht auch. Das geht auch, nur... Achso, Pumpgun hat auch bloß einen Schuss. Ich habe das Gefühl, die Pumpgun ist da sinnvoller. Oh, dort hinten ist es gleich. Das ist gefährlich. Okay. Oh, einschalten. War's das schon? Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Nee, das war's noch nicht. Brauchen wir mindestens noch eins. Strom wiederherstellen. Okay. Einen hat's schon mal erledigt. Das ist direkt dort hinten. Oh Gott. Toll. Ist zwar ganz cool, dass der Typ jetzt erledigt ist, aber es ist Alien hier, oder? Nee, es geht. Das heißt, wir sind vorerst mal hier noch alleine. Komm schon. Schalt es ein. Sehr schön. Aktiviere Sekundärgenerator. Bin dabei. Es dauert ja immer ein bisschen, aber ich bin hier gerade im echt ein bisschen alleine. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Na, also. Kehre zum Schutzraum zurück. Schnellster Weg ist wieder der Weg, den ich gekommen bin. Aber ich sollte jetzt die Schlüsselkarte mitnehmen können, oder? Dorthin ist, glaube ich... Oh, das Alien. Das ist interessant. Wenn das Alien dort hinten ist, kann ich hier auf jeden Fall mal die Leiter hoch.
Genau, das werde ich jetzt auch tun. Schwupp. Upsala. Okay. Ich hätte jetzt wirklich gerne... Oh. Das Ding dort hinten. Strom wiederherstellen. Hm. Wahrscheinlich brauche ich dafür den verbesserten. Das war sehr gemein. Das hat mich gerade so nicht erwischt. Damit habe ich jetzt gerade nicht mehr gerechnet. Schade. Dafür brauche ich auf jeden Fall den verbesserten Sicherheitsgenerator. Ich weiß aber auch nicht, was ich dann dort machen kann. Ja. Okay. Einfach bloß noch gerade eben raus. Dann passt die Sache ja schon. Dort hinten ist es. Ich weiß halt auch nicht, was ich mir durch die ganzen Punkte jetzt kaufen kann. Falls überhaupt irgendwas. Oder sind die wirklich bloß dafür da, um dann halt im Endeffekt Punkte zu haben? Kann halt genauso sein. Okay, Alien ist gerade nicht mehr zu sehen. Allmächtige Bolzenschneider, wir werden dich bald vermissen. Es sind noch zwei Missionen. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, ich dachte jetzt echt nicht, dass die Mission hier so lange wird. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay, rein. Puh. Nächstes haben wir erledigt. Komponente B, Leuchtfackel. Also können wir wieder nicht. Bolzenschießer. Oh, ein bisschen Punkte. 5 Elektroschockerladungen. Ich will kein Synthet hier sein. Herber, haben wir nicht gerade eben die Mission mit dem Bauplan genommen? Weil ich sehe hier jetzt keinen. Ich habe manchmal das Gefühl, das Spiel backt ein bisschen rum. Weil es war jetzt ja eher Munition. Wie gesagt, ich dachte aber eigentlich, ich hätte den Bauplan genommen. Keine Ahnung, speichern. Auf jeden Fall speichern. So viele Punkte, wie wir haben. Ich dachte, es wird eher wirklich so eine Überlebenssache. Aber es wird größtenteils eine Punktesache, die ich immer wieder ausgebe, indem ich halt speichere. Ich dachte halt, mit den Punkten muss ich dann später haushalten, um irgendwas zu kaufen oder so. So passt das ja aber. Gut, schauen wir die nächste Mission an.